Auch das kein Foul von Debritz gegen Wullert. Aber auch gut nachgesetzt von Debritz. Und ich glaube tatsächlich, dass sie den Ball gespielt hat. Einmal in der Mitte ist Schüller. Und die macht das 2-0. Coole Bewegung hier. Einfach den Fuß in den Innenriss hingehalten. Er hebt sich ins lange Eck. Ganz stark. Also beginnt auch mit diesem Zweikampf, mit dem gewonnenen Mittelfeld. Dann der Platz hier für die Flanke. Oh, das macht sich schon sehr schön. Ja, sehr gut gemacht. Sehr präzise Flanke und direkt genommen. Sehr gut gemacht. Svenja Huth mit der Vorlage. Ja, genau. Ganz genau geflankt von Huth. Und dann macht Lea Schüller ihren Treffer. Svenja Huth. Guter Ball auf Magul. Hinterher gestochert, Lea Schüller, Ausgleich in der 49. Spielminute. Jetzt geht's schnell. Jule Brandt in der Mitte, Schüller, und da ist er drin. Führung Deutschland, 54. Minute nach einer blitzsauberen Umschaltaktion, die präzise zu Ende gespielt worden ist. Ecke Debritz. Deutsche Mannschaft will jetzt dranbleiben und Lea Schüller mit ihrem dritten Treffer. Hattrick hier heute in Chemnitz von der Stürmerin aus München. Langen Ball per Kopf abgefangen. Haben wir sie, Melanie Leupolz, Debritz. Und jetzt ziehen sie alle wieder das Tempo an. So muss das sein. Bisschen Glück gehabt, Hemrich. Bisschen Glück gehabt. Und Dallmann. Nächste Chance. Schüller. Da ist er wieder drin. Lea Schüller mit ihrem vierten Treffer heute. Das gelingt ihr also zum zweiten Mal in ihrer noch recht jungen Nationalmannschaftskarriere. Jordan 0-0. As the flag stays down. And that's confusion at the back. And it's going to be an opportunity for Bayern, and a player of Schüller's quality wasn't going to turn down the opportunity from there. And Bayern Munich have taken the lead. Confusion at the back for Hecken. Lea Schüller just cannot stop scoring at the moment. 7-7. For her now. And Hecken, the architects of their own downfall. It was a Route 1 ball over the top. Foul came out of her goal. It was taken off of her toes by Rubinson. And it fell into the path of Lea Schüller. It was really good composure by Schüller. Rubinson and Foul with the miscommunication. And Schüller just showing the composure. Bibbenstein running at Ockvist. She's into the area, waiting for support, waiting for options. The cavalry have arrived. Dallmann out wide to Quinn. First time ball, and it's a dangerous one. And that is another goal for Lea Schüller. Bayern have grabbed their second, and Lea Schüller's got both of them inside the first 10 minutes. Well, it was a simple move in the end. A first time ball from the left hand side by Gwyn, finding the head of Schüller. Across the defence, it was such a teasing ball. Schüller finding the space between the defenders and then finding the bottom corner as well. And Bayern Munich are threatening to run away with this one. For Marojan, die ersten drei in diesem Dreier-Mittelfeld, das die Bundestrainerin seit geraumer Zeit präferiert. Super Flanke auf Schüller von Huth. 2-0 diesmal. Keiner
mancherlei Fragezeichen, wer hier das Tor fabriziert. Geht viel über die rechte Seite hier in dieser Anfangsphase. Bühl legt nochmal quer und wieder Schüller, wieder ist er drin. 3-0. 11. Minute. Also der Hattrick ist schon mal unter Dach und Fach. Verschärfte Casting in Richtung EM nächsten Sommer. Alle noch mal so ein paar Prozent aus sich herausholen können. Und das Tempo ist wieder da. Lea Schüller. Und diesmal macht sie es wirklich wieder. 5-0. Ihr dritter Treffer an diesem Tag. Kurze Variante bietet sich an. Gute Besetzung im Fünfer dort. Und da ist der Ball drin. Und wer ist es? Natürlich mag man sagen, Lea Schüller, die Torjägerin vom Dienst. 15. Minute, 1-0 Deutschland. Nach einem Standard. Sehr starke Ecke reingetreten mit viel Effet nach innen. Und dann setzt sie sich doch. Can they get it? Quick fire second. It's been a bit of a theme of this group, actually. Group D. Goals often seem to arrive in quick succession. Uel and Asai hover over this one. Bilal trying to get her angles right this time. Whipped in towards the centre of the goal and headed into the net by Schüller. Again, so much space. This time, Andrea Schüller, the player to capitalise. High fives in the dugout. The Bayern dugout once more. Because Andrea Schüller has her third goal of the group stage. Two in that 4-0 win against Hecken. And a simple header tonight to put Bayern well on course now, you would think, for victory.